Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Civilization 6 mit den Ungarn auf Gottheit und zwei neuen Städten. Einmal hier Obuda und hier oben Pest. Zwei Städte, die natürlich noch nicht so viel leisten können, die wir erstmal ein bisschen aufbauen müssen. Aber wir haben auch was ganz Wichtiges geschafft hier. Nanmadol auf unsere Seite zu bringen, und das bringt echt viel Kultur. Wenn wir da jetzt mal so die einzelnen Städte ein bisschen reingucken, sehen wir zum Beispiel auch das Stadtzentrum gilt nämlich auch als Bezirk, und wenn das hier am Wasser liegt, bringt es auch plus zwei Kultur. Heißt Stadtzentrum zwei Kultur, Hafen zwei Kultur. Dann wenn wir zum Beispiel hier weitergehen, auch wieder Stadtzentrum, Hafen, jeweils zwei Kultur. Hier Stadtzentrum, Hafen, Lager, jeweils zwei Kultur. Hier auch Stadtzentrum wieder zwei Kultur. Also da haben wir ordentlich Kultur reinbekommen. In den Städten jetzt nicht so. Hier wieder Stadtzentrum, Hafen, zwei Kultur. Hier oben auch Stadtzentrum, zwei Kultur. Das hat die Kultur extrem, extrem geboostet. Und da sollten wir auch wirklich aufpassen, dass wir diesen Stadtstaat Nanmadol auch halten können. Sowohl von den Gesandten her. Sieht aber ganz gut aus dafür, finde ich. Und zusätzlich natürlich auch noch, dass es nicht militärisch erobert wird. Dafür sieht es auch ganz gut aus, weil wie man sieht, lauter Berge zur Verteidigung. Wichtige Stadt für uns, macht, ja, vielleicht nicht ganz ein Drittel, aber schon einen großen Teil unserer Kulturproduktion aus. Gehen wir weiter in die nächste Runde. Unser Handwerker hier, da war jetzt noch die Überlegung, glaube ich, einen Bezirk hinzubauen. Was hatten wir denn da überlegt? Ich glaube, ein Theaterplatz wäre eine Option. Ist jetzt die Frage, wollen wir den Theaterplatz da als nächstes bauen? Weil so viele andere Sachen kriegen wir da, glaube ich, gerade nicht hin, ne? Ja. Die Wasserfelder wären ja noch besser, wenn das dann fertig ist. Ich glaube, das können wir mal machen. Dann entfernen wir hier den Platz. Und machen hier auch gleich noch diese Erinnerungsnadel hin, dass da der Theaterplatz hinkommt. Hat diesen Nachbarschaftsbonus natürlich hier bekommen von unserem Weltwunder dort. Ja, da haben wir natürlich immer noch hier einen ganz, ganz großen Waldbrand. Viel Fläche wurde bei uns zerstört. Ja, können wir hoffen, dass sich das jetzt nicht hier auch noch weiter ausbreitet. Da geht schon einiges kaputt bei uns. Hoffen wir mal, dass da ein bisschen was nachwächst, was irgendwie attraktive Felder generiert. Nächste Runde. Kohle will der gute Amerikaner haben. Nein. Kohle kann ich selber sehr, sehr gut gebrauchen. Und das ist ja praktisch nichts, was er uns anbietet. 10 Gold, offene Grenzen. Nein, danke. Okay, Chichen Itza ist jetzt fertig. Unser Handwerker hier, wir sind in 4 Runden im Industriezeitalter durch, da kommen wir ja auf jeden Fall ins goldene Zeitalter. Haben wir hier das Jagdlager drauf, gleich ein deutlich besseres Feld bekommen. Machen wir mal weiter. Ja, und der geht auch hier ran. Ja. Brennt natürlich immer noch. Der Handwerker, der hat jetzt gerade nicht so direkt was zu tun. Nee. Kann sein, dass wir da oben gleich wieder ein bisschen aufbauen müssen, wenn der Brand zu Ende ist. Dann mal weiter nach oben. Macht auch nichts. Ja, genau. Können wir hier zwischenzeitlich mal wieder ein bisschen auf den Sieg schauen. So im Tourismus sieht alles relativ harmlos aus. Da ist jetzt keiner auf dem Weg zum Sieg gerade. Religion, auch alles sehr, sehr verteilt. Auch keiner auf dem Weg zum Sieg. Wissenschaft ist auch noch keiner durchgestartet. Frage ist, worüber wir gewinnen. Wir haben natürlich nicht viel Tourismus. Und ich sehe auch nicht, dass wir das jetzt so extrem steigern werden irgendwie. Was wir natürlich probieren könnten, wäre vielleicht auch nochmal ganz viel Forschung, ne? Also dass wir hier zum Beispiel, da haben wir ja schon unsere Forschungsgebäude, bauen wir auch weiter aus.
Und dass wir vielleicht in den Städten wie Metina, Gemetzel auch mal unsere Forschungsgebäude irgendwann erstellen. Ja, in Obuda will ich es ja auch irgendwann machen, weil da ist ja auch ein gutes Campusgebäude. Nächste Runde. Glaube, er hat sie irgendwie verringert. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, warum. Gute Frage. Keine Ahnung. War, glaube ich, über 30 vorhin noch. Ach, könnte wegen der Händlerkarte liegen. Die hat, glaube ich, Glauben gebracht, ja. So. Der Handwerker, den schicken wir mal ins Wasser. Aber da gehen wir so rüber. Auf dem Land ist der nun mal sicherer. Aber der Forschungsertrag wird sich ja auch erhöhen, wenn diese Stadt mal uns beitritt. Irgendwann. Ich hoffe, das wird irgendwann mal passieren. Ja, die brauchen ja immer noch ihre Renaissance-Mauern. Das geht in 2 Runden. Dann könnte die Stadt auch endlich wieder wachsen. Der Handwerker, der soll mal warten, weil der kann hier vielleicht ein bisschen reparieren. Ja, das schicken wir alle mal hoch. Da, der kann eigentlich nicht viel machen, ne? Nö. Der kann eigentlich ziemlich gar nichts machen. Na, soll er hier mal warten. Brand ist hier ziemlich vorbei. Gut. Dann wächst da hoffentlich bald wieder was nach. Das hier müssen wir dann natürlich reparieren. Ein paar chinesische Apostel. Da oben kommen die russischen. Hier mal auch französisch. Alles da. Die französischen sind etwas ramponiert. Verbesserung macht Straßen gerade. Aber es sind die gewundenen, unverbesserten Straßen, die Ausdruck des Genies sind. Ja. So, der Handwerker kann dann eigentlich nach oben gehen. Und der auch. Ja. Gehen wir in die Ausrichtung rein. Ja, welchen Weg wollen wir gehen? Ja, Totalitarismus mit den 3 Militärakademien, das glaube ich, könnten wir bald schaffen. Wo bauen wir denn gerade welche? 1, 2, bauen nur 2. Ja, irgendwo hier könnte man dann irgendwann eine dritte bauen. Machen wir noch nicht jetzt, glaube ich, aber ich meine, die Politikkarten wären schon auch sehr gut. Problem ist, dass wir noch Wohnraumprobleme haben und die Mauern uns aktuell Wohnraum geben. Ich finde das eigentlich ganz gut. Auch hier mit den Militärakademien Seehäfen von Renaissance-Mauern bringen uns Wissenschaft. Da könnte man dann auch unseren Wissenschaftsoutput nochmal erhöhen. So, da haben wir unseren Händler wieder. Ah, den schicken wir mal wieder zu irgendeiner schwächeren Stadt hin, würde ich sagen. Könnten wir wahrscheinlich direkt zur Pest wieder schicken. Ja. Pest müssen wir ja irgendwie versorgen. Dauert noch? Okay, dann muss der jetzt mal warten. Er wartet auch. So. Ui, warte mal, da kommt eine Feldkanone. Da muss ich jetzt erstmal zur Seite gehen. Ja, da ziehen wir uns erstmal zurück. Oh, die können wir direkt angreifen, ne? Ja. Ja, das lief doch ganz gut. So, der geht zum Fisch. Der kommt nächste Runde angeschlossen. Einmitten braucht mehr Wohnraum, ja. Feuer erloschen. Da alles hier brennt jetzt alles. Granada. Wir haben natürlich 2. 2 Gesandten, das könnten wir schon machen. Wann kämen denn wieder welche? Weil wir die verbrannte Erde holen würden.
Das wären die Alcazar-Modernisierungen. Nicht ganz so wichtig, aber die sind alle wichtig. Jeder Stadtstaat bringt uns große Vorteile. Heben das Militär wieder aus. Dann haben wir natürlich jetzt noch mehr Gesandte. Ah ja, stimmt, weil das verdoppelt sich ja bei ihr. Korrekt. So, Mittwoch. Was machen wir denn Schönes? Da oben ist ein Feld dazu gekommen. Hier lohnen sich die Freibeuter und sowas nicht so sehr. Nee, weil es ist nicht so offen, das Meer. Wasserpark. Ah, einen Wasserpark könnten wir dort bauen. Schau, 1, 2, 3 könnten wir vielleicht hier platzieren. Und von hier kann der... Oh, der würde an ein Metten rankommen, 6 Felder. Obu, da würde er rankommen, Crystal Met, 2, 4... Da würde er nicht rankommen. Aber die drei Städte würde er auf jeden Fall mitversorgen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Das müsste doch eigentlich da oben gehen. Oder? Kann nicht an einem Riff gebaut werden, heißt aber doch wahrscheinlich, es kann nicht hier direkt gebaut werden. Oder daneben wahrscheinlich schon, oder? Ich glaube, daneben geht das schon. Ich würde es jetzt mal riskieren, ich kaufe das Feld. Ja, genau. Das geht hier und dann bauen wir einen Wasserpark. Bringt uns Annehmlichkeiten, bringt uns auch ein bisschen Tourismus. Ein bisschen Kultur auch noch. Aber der Park bringt uns Annehmlichkeiten, glaube ich. Ja. So, was machen wir in Pest? Wir haben... Ah ja. Wir haben Kornspeicher fertig. Sehr, sehr gut. Machen wir den Hafen. Neuer Gouverneurstitel. Haben wir hier alles? Ja. Nicht so interessant, dass hier andere Städte innerhalb von neuen Geländefeldern verlieren 2 Loyalitätspunkte. Hier ein Granada drinne. Das würde jetzt keine Städte treffen, die irgendwie extrem wichtig sind. Nee. Ja, das braucht man gerade auch nicht so sehr zum Kämpfen. Wo ist der eigentlich platziert, der Viktor? In New Orleans, da oben. Ja. Na, wir spielen nicht viel auf Religion, deswegen ist Moksha nicht so interessant. Magnus hat die interessantesten Sachen eigentlich auch schon weg, nämlich mehr Erträge. Wir holzen jetzt nicht jetzt erstmal nicht viel ab, vermutlich. Wir schicken keine Handelswege mehr zu unseren Städten, bauen keine Siedler mehr. Das ist alles nicht so spannend. Interessanter könnte Liang sein, dass hier die Handwerker plus 1 Ladung erhalten. Mehr Produktion für Bezirke in der Stadt und auch die Aquakultur. Wenn man die in einer bestimmten Stadt macht, dann bringt die sehr, sehr gute Wassergeländefelder. Das wäre einmal in Einmetten möglich. In Pest könnte ich es mir natürlich auch vorstellen. Da kommt auch noch gut Wasser ran. Auch Intermezzo hat's. Ich glaube aber, dass sogar Einmetten die meisten Wasserfelder hat. Da lohnt sich's, glaube ich. Rayna ist auch eine Option, würde Häfen verbessern, bekommt schneller neue Felder, mehr Gold für nicht modernisierte Felder, ja, auch eine Option. Man kann Bezirke mit Gold kaufen. Das ist natürlich auch cool, vor allem wenn man dann viel Gold bekommt, was wir ja auch haben werden. Vielleicht für eine Stadt wie Pest interessant. Ich würde trotzdem, glaube ich, erstmal auf Liang gehen. Und das jetzt in Einmetten. Wo haben wir es? Da. Genau. So, Politikplatz. Das war, glaube ich, das für die Wunder. Genau, kommt die Wunderkarte rein. Die anderen finde ich immer noch sehr, sehr praktisch. Annehmlichkeiten sind schon sehr hilfreich. Da haben wir einfach nicht viel davon. Die anderen Sachen sind nicht so wichtig. Natürlich könnte man Militär verbessern, aber
Ja, wir führen halt gerade noch keinen Krieg. Lassen wir es erstmal. Können vielleicht nur ein bisschen danach gucken, wo wir... Ja, mal da rein. Dass wir Einheiten in den Städten haben, damit wir diese Annehmlichkeiten kriegen. Da ist eine Einheit, da ist eine. Da ist keine. Dann schicken wir da auch mal eine rein. Da eine rein, da ist eine, da ist eine. Intermezzo hat keine, dann soll so eine kommen. Die haben eine, die haben eine. Alle Städte haben dann eine Einheit. Gut, heißt, wir kriegen überall eine Annehmlichkeit mit rein. Ja, nächste Runde. Taj Mahal wäre in 9 Runden fertig, das wäre natürlich super. Der muss immer noch warten, bis er sich so richtig erweitert. Den könnten wir vielleicht auch nochmal nach Orbuda schicken. Ja. Die kleineren Städte brauchen sowas natürlich immer deutlich mehr. Der geht hoch, der soll womöglich hier mal wieder reparieren. Ah, der wartet auch. Auch wenn da eine Kavallerie ist, die Stadt, die... Ui, Moment. Der hat wieder ein bisschen was dazu gewonnen. Minus 2 macht der nur noch. Heieiei. Hat der einen Einwohner verloren? Ich glaube, Kermit hat einen Einwohner verloren. Kann das passieren, wenn es brennt? Kann das passieren? Ich dachte, der hat 10. Ist nicht ganz sicher. Puh, neuer großer Admiral. Den holen wir uns natürlich. So, Granada hat wieder Einheiten. Die ziehen wir mal wieder irgendwie in unsere Richtung. Der heilt sich. Ich glaube, es bringt uns jetzt nicht viel, da irgendwie im Militär, unsere Marine zu stärken, oder? Wenn, dann gegen Russland. Ich transferiere den mal wieder Richtung großen Ozean darüber. Mal Pest. Das ist jetzt natürlich ein sehr gutes Feld. 3 Nahrung, 2 Produktion. 1, 2, die 2 Felder hat er. Dann wird er irgendwann eine Salpeter noch anschließen. Der Rest ist natürlich nicht gut. Da kann man nichts machen. Schickt man natürlich international. Da haben wir schon gemerkt, dass der Kongo stark 2, 4, 13. Ja, ist, glaube ich, die beste Option. 2 Nahrung, 4 Produktion, 13 Gold und dann auch noch Forschung und Kultur. Mach mal. Kommt dann natürlich den dritten Einwohner bald. So, einmetten. Ah, da haben wir jetzt den Hafen erstmal soweit komplettiert. Ja, und machen jetzt mit dem Theaterplatz hier weiter. 2 Kultur. Intermezzo. Was machen wir denn mit der schönen Stadt hier? Leider keine Riffe, die so interessant für einen Campus sind. Das sind jetzt keine so großen Felder. Wasserpark wäre auch eine Option. Da kann er nicht hin, der Wasserpark, weil 2, 4, also kann hin, aber er würde Heavy Metal nicht von dem Bonus profitieren. Das wäre natürlich schade. Würden nur 2 Städte profitieren, wenn wir den bauen würden. Alles nicht so stark. Ja, Monument brauchen wir nicht unbedingt. Ein so ein Lager wäre auch eine Option, weil wir uns dann besser verteidigen können gegen Russland.
Und an der Stelle, das Feld ist eh nicht so stark, das passt eigentlich ganz gut. Ich glaube, das machen wir mal. Das muss man, glaube ich, gar nicht so weit ausbauen, aber Hauptsache, wir haben hier nochmal einen Verteidigungsschuss gegen die Russen. Ja, wo noch ein Mangel? Zeitalterpunkte. Nächste Runde ist Zeitalterwechsel, dann kommen wir wieder in ein goldenes. Das ist natürlich toll, dann hätten wir hier auch mehr Druck drauf. Ja, nächste Runde. Die Schlüsselwörter von gewaltsamen Wirtschaftssystemen sind Verstädterung, Industrialisierung, Zentralisierung, Effizienz, Quantität und Geschwindigkeit. So, eine tolle Technologie, denn wir können jetzt die Fabriken bauen, die Kohlekraftwerke, wir können Kohle entdecken und mehr Produktion für Minen. Da dürfen jetzt einige Städte deutlich mehr Produktion haben, wie zum Beispiel sowas hier. Wir haben, glaube ich, schon einige Minen hier. Ne, hier Mine, da Mine, da Mine. Jo, ist schon ein ordentlicher Produktionsbonus, ist jetzt bei 40. Russland, Frankreich im dunklen Zeitalter, die anderen alle im normalen, wir als einzige im goldenen. Das erste ist Quatsch natürlich, weil wir bauen keine neuen Städte. Das wäre interessant, 10% Produktion für Wunder des Industriezeitalters oder spätere Wunder. Der Nachbarschaftsbonus des Campus gewährt Produktion. Wir haben ja ein paar Campi. Wir haben hier. Wir haben nicht viel Produktion hier. Na gut, der Campus bringt gerade mal eine Produktion mehr. Jetzt mal schauen, wo haben wir jeweils einen? Ah, noch nicht so viele. Ne, zu wenige haben wir. Schade. Der hier bringt zwei Produktionen, der eins. Ey, das sind echt unsere einzigen. Boah, das ist ja fucking wenig. Okay, wir haben echt wenige Campusse. Bei so vielen Städten. Also er würde ein ganz, ganz kleines bisschen Produktion geben. Wir würden 10% für Wunder des Industriezeitalters bekommen. Das heißt, für die Wunder, also ab hier. Das wären zum Beispiel das Ruhrgebiet. Gibt es das eigentlich schon noch? Ja. Da würden wir dann zum Beispiel 10% Produktion bekommen. Ruhrgebiet, wir suchen mal, ob es schon gebaut wird irgendwo. Noch nicht. Also realistisch, das zu schaffen. Universität von Oxford wurde, glaube ich, schon gebaut. Die kriegt man nicht mehr hin. Es würde also vor allem die beiden betreffen. Ja. Mehr Gold ist natürlich cool. Es bringt uns jetzt aber auch nicht mega nach vorne. Es würde uns plus 3 Gold pro Spezialbezirk in der Zielstadt. Ja gut, kann es schon nochmal fast verdoppeln. Also das bringt schon ordentlich Gold. Ich würde aber fast sagen, dass ich lieber das nehme und dann vielleicht auch gucke, dass ich möglichst bald nochmal ein bisschen Campusse baue. Ja, nehmen wir das. Obu, da geht weiter. Ich glaube, da schicken wir auch dahin. Viel, viel Gold, ja. Der muss dann hier als nächstes reparieren. Genau, bei der Forschung würde ich sagen, gehen wir zur Wissenschaftstheorie. Wir würden eine Nahrung mehr bekommen für jede Plantage. Wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe, ist es immer super cool, einfach Effekte zu bekommen ohne Gegenleistung. Und dann können wir so ein bisschen gucken, wo wären Plantagen. Hier zum Beispiel würde uns mehr Nahrung bringen.
Da haben wir noch gar keine oder wurde die zerstört? Aber das würde uns dann auch mehr Nahrung bringen. Gut, so viele haben wir gar nicht, ne? So viele haben wir gar nicht, ist aber trotzdem... Für diese paar Städte lohnt sich's natürlich. Die freuen sich dann. Ja, 500 Gold bekommen oder Militäreinheiten unterstützen? Ich glaube, wir nehmen gleich das Gold. Wir führen ja eh keinen Marinekrieg gerade. So, die Stadt hat jetzt... Das sollte jetzt schneller gehen, weil wir im goldenen Zeitalter sind. Genau, jetzt ist es 9 Runden. Hä? Ja, die verlieren tatsächlich Einwohner wegen den Waldbränden hier. Das war mir gar nicht so bewusst und New Orleans hat das gleiche Problem. Die verlieren Einwohner durch Waldbrände. Okay, das habe ich noch gar nicht so beachtet. Der kann es jetzt ganz schön platt machen, ne? Ja. Neue Aufgaben. Wir brauchen eine Feldkanone. Eine Eingebung für den Nationalismus. Das sehen wir, glaube ich, noch gar nicht. Nee. Ein Ranger. Eingebung für Oper und Ballett. Das schaffen wir, glaube ich, nicht. Da bräuchten wir ein Kunstmuseum. Heureka für die Ballistik. Sehen wir auch noch nicht. Eine Quelle für die Kohle haben wir entdeckt. Gut. Ja, wir bekommen da jetzt automatisch Kohle. Also haben wir gar keine Kohlemine, aber wir haben eine Quelle für die Kohle. Fehlt uns da wieder was? Ja, ich glaube, uns sind ein paar Luxusgüter abhanden gekommen. Schauen wir mal, was wir bekommen können. Olive und Wein, haben wir das? Wein, ja. Oliven sehe ich nicht. Ja, okay. Das ist machbar. Das ist nicht so teuer. Kriegen wir hin. Ja, schauen wir bei den anderen Personen noch, was die so haben. Trüffel und Tabak. Haben wir das noch? Trüffel ja. Tabak nein. Ja, könnte haben. Ja, jetzt weiß ich, warum es gut ist, bei Waldbrand ein bisschen Holz ab, bisschen Wald abzuholzen. Kostet halt arschviel Einwohner. Es hat uns wirklich viel gekostet. So, ich sag mal so, Wohnraumprobleme war da jetzt nicht mehr, aber andere Probleme. Na gut. So, die Zufriedenheit ist aber wieder da, oder? Ja. Annehmlichkeiten haben wir hergestellt. Fragen wir mal in Frankreich noch nach. Zucker, Seide, Perlen, Diamanten. Ich glaube, das haben wir alles selber. Zucker, Seide, Perlen, Diamanten haben wir alles selber. Ja, genau. Eine Runde... Ah ja. Wir haben noch eine Regierung. Keine neuen... Ach ja. Wegen des goldenen Zeitalters. Genau. Campusbezirk verdoppeln lohnt sich in der Hinsicht dann auch, dass wir da mehr Produktion bekommen. Bräuchte man jetzt halt echt mal einen Campusbezirk. Wie lange bräuchte denn der? Der bräuchte 9 Runden für den Campusbezirk und hätte danach so ein paar Runden auch dann mehr Produktion. Ja. Ja, schauen wir mal. Ja, Bonus hätte noch ein bisschen schöner sein können, wenn wir doch ein paar mehr Campusbezirke irgendwie hinbekommen hätten. Ich bedanke mich wieder für heute beim Zuschauen an alle. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei beim Let's Play. Ihr seid mittendrin, ihr fiebert richtig mit den Ungarn, ob sie das schafft, die Welt zu erobern. Egal, ob auf militärische Weise oder auf andere Wege. Muss man noch gucken, wie wir dann am Ende gewinnen. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin.